Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der 26. Mai und wir starten eine neue Tour. Ja, ich habe ja die letzte Tour an der Burg Rabenstein abgeschlossen. Und jetzt habe ich ein bisschen was erledigt, was ich hier zu erledigen hatte. Bin tanken gefahren und jetzt bin ich hier am Kloster Neuzelle, weil ich war in Polen tanken, in Guben diesmal. Und da ist das Kloster Neuzelle ganz in der Nähe und da habe ich hier übernachtet. Und jetzt starten wir mal eine neue Tour. Ich habe nämlich was vor. Auf der Rücktour will ich schon wieder der historischen Ortskern in Brandenburg mitnehmen. Ich habe ja etliche Einzelvideos schon gemacht davon. Ich werde die Tour auch nochmal komplett fahren. Aber wenn ich jetzt an den Strecken hier, die ich fahre, was mitnehmen kann, dann mache ich das auch. Und dann mache ich euch ein schönes Video davon, habe ich beschlossen. Ja, weil es ja meistens zu den Ortskernen dann ein bisschen mehr zu sagen gibt, weil ja ein bisschen mehr Informationen da sind. Ja, und das freut mich. Das mag ich ja auch, euch da die kleinen versteckten Details zu zeigen. Na, fahren wir mal los. Das soll nämlich heute wirklich der letzte schöne Tag sein und dann soll es echt kühler, durchwachsen werden und regnen. Schauen wir mal, wie das wird. Neuzelle war wieder richtig schön. Der Garten und auch alles drumherum. Es ist jetzt viel mehr los, als ich beim letzten Mal hier war. Aber es ist immer noch so, dass man sagen kann, dass es nicht überlaufen ist. Heute früh war Konzert, da ist natürlich auch ein bisschen mehr los. Jetzt sind hier auch Führungen. Ja. Da streucht hier ganz bisschen was ums Kloster rum. Aber wenn ihr ein bisschen ausschweift in die Umgebung, da ist es dann schon auch für einen Sonntag nicht so voll. So, jetzt fahre ich mal ein Stück. Ich will nämlich wieder genau die Strecke fahren, die ich hergekommen bin. Da ist dann so ein kleiner Wanderparkplatz. Den will ich heute mal abchecken. Da habe ich noch nie angehalten. Und dieses Echo-Gedöns hier ausmachen. Den will ich abchecken und da anhalten und da eine Pause machen. Der ist nämlich noch vor Besko und ich hoffe, ich finde das. Ich bin jetzt zweimal gefahren, die Strecke. Sollte es wissen. Ja, ich habe mich umentschieden. Es ging schnell. Und zwar gibt es eine Geschichte und die verfolge ich hier gerade. Und deswegen bin ich mit euch jetzt hier an dieser Burg. Es gibt also einen Burgenstopp. Hinter mir seht ihr sie schon. Und ich erzähle euch mal die Geschichte. Ganz, ganz früher gab es hier ein Rittergeschlecht, die Ritter von Strehle. Und die dienten den Wettinern. Und irgendwann im Teltow-Fleming-Krieg fiel das Gebiet hier dahinter an die Mark Brandenburg bzw. die Askanier. Ja, und da beauftragte man die Ritter von Strehle, das Gebiet, die Grenzen zu sichern. Und die bauten ein Netz an Wasserburgen. Und es gibt drei, die man da besichtigen kann, entweder mit dem Auto oder es gibt auch eine Fahrradtour. Eine habe ich euch schon gezeigt, das ist nämlich die Burg in Storkow. Die zweite, die steht noch auf meiner Liste, das ist die Burg in Besko. Und die dritte ist die Burg in Friedland. Und weil die vor Besko liegt, habe ich mich entschieden, die jetzt erst anzufahren. Die Burg ist kostenlos zu besichtigen in Friedland. Und ich mache euch den Link dann auch wieder unten rein und wir gehen mal durchs Tor in die Burg. Hier drüben geht es zur Burgschenke und hier ist die Toranlage. Der Eingang zur Burg, die Toranlage. Die zerstörte Toranlage wurde in den Jahren 1911 bis 1913 nach Originalplänen aus dem 17. Jahrhundert wieder aufgebaut. Die Schutztürme und Außenmauern waren schon damals verfallen bzw. abgerissen. Auch das große Holztor mit den Johanniterkreuzen ist eine Nachbildung aus dieser Bauphase der Burg. Ebenso erhielt die gesamte Burg 1913 ein neues Dach. Eine weitere geplante Renovierung Ende der 1930er Jahre wurde aufgrund des Krieges nie begonnen. Die Steine waren bereits angeliefert. Eine Renovierung nach Vorlagen des Denkmalschutzes ist in den nächsten Jahren geplant.
Na, gucken wir uns mal Friedland an. Also, es stehen hier schon interessante Sachen dran. Ob da die von Strehles mit dran sind, schauen wir mal. 1301. Heute ist hier Training der Burgwache. In Storkow gibt es übrigens auch eine Burgwache, hat er mir gerade erzählt. 1301, erste bekannte urkundliche Erwähnung der Stadt und der Burg. Meistens gab es die Städte hier aufgrund der Burgen. Und Stadtrecht gab es hier auch für Friedland, das ist eine Stadt jetzt, aufgrund der Burg. So, 1368, böhmische Landesherrschaft. 1484, Niklas von Kückeritz. 1518, Johann Niederorden. 1635, Kurfürstentum Sachsen. Und 1815 ging es in brandenburgische Herrschaft über. 1875, Stadt Friedland erwirbt die Burg. So, Streleburg, Friedland. Die heißen Streleburg nach den Rittern von Strehle. Gründung gegen Ende des 13. Jahrhunderts, 1307, eine der ersten urkundlich erwähnten Besitzer, Timo von Strehle. 1307. Heutige Gestalt weitgehend nach dem Brand von 1623 entstanden. Da oben sind etliche Wappen drauf. Das da ist natürlich das Wappen von Brandenburg 1815. Da ist das von Sachsen, kann man auch noch erkennen. Aber die anderen kenne ich nie. Hier ist richtig was los, gerade auf der Burg. Und hier habt ihr die drei Streleburgen nochmal. Storkow, Streleburg Beskow und Streleburg Friedland. Und die gleichen Schilder hattet ihr in Storkow auch schon mal. Die habe ich euch nur ganz kurz gezeigt. Fangen wir mal mit der Südmauer an. Südliche Hohe Wehrmauer. Sie ist die ursprüngliche äußere Mauer zur Stadtseite mit Schießscharten zur Verteidigung der Burg. In der Außenseite befanden sich die Pferdeställe und die Remisen der Kutschen des Burgherren. Anfang der 1980er Jahre wurde die verfallenen Gebäude als Gemeinschaftszentrum ausgebaut, aber nie genutzt, da sie illegal gebaut wurden. Die Mauer zum Parkplatz wurde 1986 instand gesetzt. Von 1986 bis 2008 befand sich hier eine Apotheke. Und jetzt ist die Burgschenke drin. Hier haben wir die Westmauer und da seht ihr auch noch die Schießscharten. Westliche Innen- und Außenmauern. Die westlichen Mauern mit ihren Bastionen aus dem 17. Jahrhundert dienten dem Schutz und der Verteidigung des alten Handelsweges von Leipzig nach Danzig. Der Handelsweg hatte zwei Zweige um den Schwielochsee. Der Zweig über Friedland vermied eine Spreeüberquerung in Beskow und führte über die heutige B168, B87 nach Frankfurt-Oder. Kanonen standen in den Nischen und die Kugeln konnten in der Mauer gelagert werden. Mhm. Da haben sie die gelagert und da wurde rausgeschossen. Hier hinten ging es wohl in den Burggarten und die waren ziemlich klein. Uiuiui. Ja, da drüben das Gebäude, was ihr da seht, da wurden nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR, das lag ja hier alles in der DDR, Friedland liegt nämlich auch in Brandenburg, im Landkreis Oder-Spree, und da wurden Wohnungen drin gebaut für Aussiedler, die zurückkamen aus den russischen Gebieten und aus den schlesischen Gebieten und aus den pommerschen Gebieten, wo auch immer her, auf alle Fälle, die hier landeten, die konnten dann hier in der Burg wohnen. Und hier geht es jetzt zur Touristinfo und da gehe ich jetzt mal rein. Also das ist der älteste und original erhaltene Teil der Burg. Und hier wurden im Laufe der Zeit immer Wappen angebracht an den Wänden, der Rittersaal. Jetzt gehen wir aber noch weiter durch die Burg. Eintritt 4 Euro pro Person habe ich jetzt bezahlt.
in der Touristinfo hier daneben. Und dann könnt ihr hier alles angucken. Draußen der Hof ist kostenlos. Und hier habt ihr immer, oh, hier ist ein Geist. Und hier habt ihr immer Infos zur Burg dran stehen. Die weiße Frau, da geht's schon los. Verwunschene Tochter eines Bergherrn. Hier gibt's eine verwunschene Tochter eines Bergherrn. Naja, mal gucken, ob wir die sehen. Das ist die Treppe in der Mauer des alten Turmes. Die Treppe im ehemals freistehenden Wohnturm diente in der Vergangenheit als einzige Aufstiegsmöglichkeit in die zweite Etage des Wohnturms. Die mittelalterlichen Formsteine und die alten Treppenstufen legen Zeugnis davon ab. Hier liefen einst die Ritter vom Saal in die zweite Etage zu ihren Schlafgemächern. Das jetzige Treppenhaus wurde erst 1658 errichtet. Die weiße Frau fand hier aufgrund der gleichnamigen Friedländer Sage ihren Platz. Die Tochter eines älteren Burgherrn verschmähte jeden potenziellen Bräutigam, sodass ihr Vater sie auf dem Totenbett verfluchte. Da die Burg nun ohne Erben blieb. Man erzählt sich, dass die weiße Frau aufgrund des Fluchs noch heute in Vollmondnächten durch die Burg und auf den Außenmauern wandelt und keine Ruhe finden kann. Gestern war Vollmond. Oh, die Steine hier. Die Treppe, ich drehe mich mal um. Die Frau in der Touristinfo ist sehr, sehr nett. Sie hat mir auch gesagt, dass gerade Renovierungsarbeiten stattfinden und dass hier ein paar Baugerüste stehen und ein paar Möbel von den Wänden weggerückt sind, weil sie eben hier renovieren. Aber das ist ja klar, ne? Hier das schöne Fachwerk. Talerfund nach einem Einsturz an der Außenmauer. Am 10. Mai haben sie hier Taler gefunden. Nachtwächter hier, 1864 geboren, lebt nicht mehr, aber steht nicht dran, wann er gestorben ist. So, hier gibt es noch eine Ausstellung mit Bildern, die kann ich euch nicht filmen. Foyer, alter Wohnturm. Das Foyer diente immer als verbindendes Element der Zimmer im Wohnturm. Zugleich ist es einer der ältesten Räume der Burg. Die vorletzte Renovierung war in den 1960er Jahren. Da ist jetzt eine Galerie drin. Man kann hier überall rumgehen. Es geht hier überall ab. Ihr seht, da geht's ab, da geht's ab, da geht's ab und da geht's ab. Kann ich euch aber nicht zeigen, weil Bilder haben Copyright-Rechte. Ich zeige euch auch ein paar kleine Eindrücke, wenn es geht. So sieht es aus hier in dem Wohnturm. Und das sind immer so, oh ja, wir sind schon ganz schön hoch. Und das sind immer so kleine Räume, die hier immer wieder abgehen. Jetzt geht es da rein, das wurde, guckt mal hier, so typisch ostdeutsche Einrichtung. Hier kann ich mit euch reingehen. Hier ist keine Galerie. Och, ist das süß. Was Russisches. Die Tapete, herrlich. Wunderschön. Also hier muss man sich auch Zeit mitbringen. Oh, ist das ein schönes Kleid hier. Oh, das ist sehr schön, das Kleid. Hochzeitskleid von der weißen Frau. Hein? Und der Schirm. Oh, sowas liebe ich. War kein Platz in Tuesday. Gefällt mir eigentlich. So hübsche Buchsen hier. Würde ich heute auch noch anziehen.
vom Wohnzimmer aus, gehen wir durch den Flur in die Küche. Habe ich euch erzählt, oder habe ich euch das erzählt, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg hier ausgebaut wurde für Flüchtlinge? Und die haben hier gewohnt. Wie schön ist das, in der Burg zu wohnen, wa? Und hier ist so eine richtige Ostalgie-Ausstellung drin. Mit ganz vielen alten Sachen. Hier geht's ins Bad rein. Da hängt die Wäsche. Das Licht. Und es flackert. Herrlich. Wunderschön. Und hier könnt ihr so viel gucken. Das ist Wahnsinn. Hier geht's durch den Flur. Es war so für einzelne Familien, ne? Die man hier aufgenommen hat. Wohnung hier, historische Museumswohnung. Wohnung im letzten Jahrhundert. Die Museumswohnung wurde als Schreibstube und Archiv des Ordensamtes genutzt. Nach dem Kauf der Burg durch die Stadt Friedland im Jahre 1875 wurden die Räume bis 2005 als Wohnung genutzt. Hier wohnten der Bürgermeister und der Kantor der Friedländer Schule. Nach 1945 die Familien Vetter und Kegel. Museumsraum ist hier mit Gebrauchsgütern und Ausstellung Tiere unsere Heimat. Der Vorratsraum ist die 1945 angebaute Küche für die Umsiedlerwohnung. Er beherbergt heute viele Gebrauchsgegenstände aus dem 20. Jahrhundert. Der zweite Raum war das Schlafzimmer des Ordensmeisters. Hier gab es eine Wandtoilette, im Mittelalter Abtrittswinkel genannt, mit Ablauf in den damals noch existierenden Burggraben. Klapptür auf der linken Seite. Diese alten Sachen hier, ne? Dreschpflege, wer kennt das noch? Ganz schön schwere Arbeit damals gewesen. Muss mal das Licht anmachen, damit ihr was seht. So, da. Karl-Marx-Straße, okay. Skier stehen hier auch. Die Dinger, sowas. Gleitschuh, wer kennt das noch? Sowas hatte ich auch. Damit bin ich öfter mal in die Schule gefahren. Burgapotheke. Aha. Das knarzt, Leute. Ach, hier war das Toilette, ne? Hier war die Toilette, ja. Da gingen die früher und das fiel in den Burggraben. Also das ist hier. Na, das ist ja krass. Krass. Aber von innen habe ich so ein Ding auch noch nie gesehen. Also ich meine, das ist jetzt alles zu. Das hat man ja später nicht mehr benutzt. Ich habe mein Lämpchen mit für euch hier. Licht, passt mal auf. Ist das genial? Hier waren ja auch mal die Johanniter drin. Kaminzimmer, Museumsraum mit antiken Möbeln. Dieser Raum war einst das Wohnzimmer des Ordensmeisters. Nach 1945 auch als Wohnraum genutzt. Und hier guckt man direkt in den Burghof. Da sind die Schießübungen voll im Gange. Das ist richtig schön, Leute. Huch. Hoch kann man nicht, also geht es wahrscheinlich runter. Der vordere Wohnturm wurde 1630 durch den damaligen Ordensmeister Graf zu Schwarzenberg des Johanniterordens neu errichtet und diente ihm als Empfangs- und Wohnraum. Aha. Hier ist das Kinderzimmer.
Kinderspielzeug. Das war Arbeitszimmer der Burgherrin und während der DDR-Zeit Essensraum und Schulküche. Trauzimmer, hier ist das Trauzimmer, hier kann man heiraten. Das war der Empfangsraum einst des Ordensmeisters. Historisch einmalig in der Burg ist der geschnitzte Balken, der sich durch die beiden Räume zieht. Hierauf ließen sich 1630 die Erbauer, der Ordensmeister Graf zu Schwarzenberg und sein Hauptmann verewigen. Beide Räume waren einst ein großer Raum. Sehr schön. Ach, toll. Also es gibt eine ganze Menge für 4 Euro zu sehen. Hier ist das Friedlandzimmer. Es gibt ja noch mehr Städte oder Orte mit Namen Friedland. Ich war zum Beispiel mal in Tschechien in einem Friedland. Wie alt war ich denn da? 16, 17, mit meinen Freundinnen, erst mit der Schule, und das war so ein Schulaustausch, und dann mit meiner Freundin sind wir auch nochmal dahin gefahren, zelten, in dieses Friedland in Tschechien. Und die haben hier so einen Verbund gegründet. 1996 wurde in Friedland, in Mecklenburg, der Friedlandverbund gegründet, wo all diese Städte sich gegenseitig so Treffen machen und sich besuchen. In Mecklenburg, Friedland in Niedersachsen. Ja, Friedland in den Beskiden, Friedland in Nordböhmen. Ich glaube, ich war in den Beskiden. Waldenburg, in Polen ein Friedland, Kreis Falkenberg. Stadt Friedland. Das war mein Burgrundgang mit euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist Sonntag. Hier ist niemand. Leute, besucht die Burg. War ich gerade im Eiscafé, da müsst ihr einfach nur die Lindenstraße da oben, die Lindenstraße runtergehen. Da kommt er am Markt raus, da steht auch die schöne Kirche und da ist das Eiscafé. Ja, und das ist ein richtig süßer Becher und ich habe jetzt 10 Euro für Eis ausgegeben. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das für ein Eis? Aber der Inhalt ist noch besser. Ich habe mir einen Schwedenbecher machen lassen, natürlich ohne Alkohol, also ohne Eierlikör und mit 2 Kugeln Schoko und einer Kugel Vanille. Und das Ganze hat 7,30 Euro gekostet. Ja, und ich habe 10 Euro gegeben, weil da war nämlich ein junges Mädchen, das hat da gearbeitet. Und ich weiß, als ich junges Mädchen war, habe ich mich auch immer über Trinkgeld gefreut. Deswegen, das ist eine schöne Motivation. Gebt Trinkgeld, Leute. Die Sahne ist jetzt ein bisschen platt gedrückt und alles andere kommt unten. Und das ist hausgemachtes Eis. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Nach der Burg versuche ich jetzt mal noch einen Wanderparkplatz zu finden. Hier ist zum Beispiel am Bahnhof ein Parkplatz, der hat volle Sonne, aber man kann hier parken. Das ist hier in Grunow, also da gibt es ein paar Häuser, aber hat einen Bahnhof. Ja, ich fahre wieder ein Stück zurück ins Schlaubetal, von da bin ich dann morgen ziemlich schnell in Storkow. Das ist der Plan, in Storkow, in Beskow, denn da will ich morgen hin. Ja, aber erstmal müssen wir erstmal einen Schlafplatz finden und ich schaue mir den Parkplatz mal an. Habe ich bei Google Maps gefunden. Das ist hier im Naturpark Schlaubetal der Parkplatz. Und da hinten geht es zum See. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Aber erstmal muss ich lesen. Da ist Neuzelle. Da waren wir. Und der Parkplatz ist nicht im Naturpark drin. Die Grenzen sind der rote Strich da. Super. Und wir gehen jetzt mal darüber gucken. Im Moment ist hier ziemlich viel los, aber es ist Sonntag. Und das ist hier Ausflugsgebiet. Und das sind alles PKWs, die wahrscheinlich auch wieder fahren. Ist das ein Traum?
Ja, jetzt kann man hier immer, also der Wanderweg ist herrlich, solche Wanderwege liebe ich. Jetzt kann man hier runtergehen und hat man immer so Buchten hier drin. Ich muss mal gucken, dass ich hier runterkomme. Ich habe die Gummistiefel an. Aber die Gummistiefel sind irgendwie total gut für Bergwanderaktionen. Die rutschen nicht so. Ach, ein Träumchen, Leute. Dreh euch gleich mal. Dreh mich erstmal mit euch. Da hinten ist der Badestrand. Da stehen nur Stühle. Ist das schön? Und es gibt tausende Mücken, wenn man stehen bleibt. Zwei habe ich gekillt. Hier sind richtig viele Libellen und das hier ist Baldrian, der hier wächst. Da an den Blättern erkennt ihr das, der hat so eine Blätter und so eine schönen Blüten. Ja, ich gehe jetzt darüber, hier im Schatten sind schöne Buchennachwuchs und es sind Mücken ohne Ende. Halleluja. So, das ist der Hang hier. Aber ich komme hoch. Sehr schön hier. Oh mein Gott, ist das ein Träumchen. So, und jetzt gehen wir nochmal hier durch das Buchendach durch. Den kleinen Hügel wieder hoch. Und dann kriechen wir durch den Baum durch. Und dann gehen wir runter zu dem Sandstrand. Jetzt kommt der Baum, pass auf. Zieht den Kopf ein. Achtung, jetzt Kopf einziehen. Haben wir gut gemacht. Da hoch ging früher mal der Weg zum Parkplatz. Und dann gibt es hier unten noch einen Weg. Der ist ein bisschen breiter. Oh, die Biber waren hier zugange. Da habe ich ja mal einen gesehen, hier im Schlaubetal, einen ganz alten. Hier ist ein Stück eingezäunt gewesen und da steht, unseren Biergarten findet ihr am Eingang des Campingplatzes. Ja, hier um die Ecke ist ein Campingplatz. Hinter mir ist der Campingplatz und da vorne, also hier ist für die Kurzzeitcamper, habe ich euch gezeigt. Die kommen dann hier hin, können hier stehen. Also wenn ihr hier Kurzzeitcamper seid, hier hängt auch so ein Stromding. Und ich latsche jetzt einfach mal hier ruf. Und da hinten, das scheint alles Dauercamper zu sein. Ich tue einfach so, als würde ich Wanderer sein. Wanderin. Ich weiß bloß nicht, wo der Wanderweg lang geht. Ich gehe einfach mal hier runter. Das sieht schön aus, da steht ein Tisch. Und da wächst was. Eine Rose. Das sieht ja schön aus. Das ist ein bisschen urig hier, der Weg. Muss also ein bisschen trittsicher sein. Aber ansonsten... Aha, springen verboten, baden auf eigene Gefahr. Da geht's rein, wenn ihr wollt. Das ist ja himmlisch. Und wisst ihr, hier steht eine Brombeere. Und das, hier steht eine Rose. Und hier steht eine Bank und ein Tisch. Och, ist das genial, wenn es keine Mücken gäbe. Da hinten ist auch noch Campingplatz. Das geht hier so weiter. Hier ist eine schöne, schöne, schöne Heckenrose. Und die duften auch immer so gut. Och, die lieb ich auch.
Wisst ihr Bescheid, ne? Ich will noch ein bisschen arbeiten. Ach, so oben auf dem Parkplatz ist keinerlei Netz. Das ist gar nicht hier Netz. Nope. Ein Balken LTE. Das bringt niemand weiter. Aber es macht nichts. Ich will Video schneiden. Das brauche ich dann kein Netz zu. Ist das schön hier. Jetzt regnet es so leicht. Aber unten merkt man nicht, da ist alles trocken unter den Bäumen. Aber es tröpfelt auf den See. Wunderschön. Und ich habe euch noch Wildlife gefilmt. Also meines Wissens war das eine Ringelnatter. Aber eine riesige irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass die so groß wären. Ja, jetzt gehe ich mal zum Auto. Ich will noch ein bisschen arbeiten. Aber es war sehr schön jetzt hier entspannt. Das ist übrigens der Treppelsee. Open.